Beißerin ist das. Zauber, Fina. Aber mal heilen. So. Oh, jetzt haben wir nicht mehr so viel ZP. War Wind steigt demnächst. Okay. Oh Gott. So. Guck mal, da kommen seine Frames sogar an ihre Grenzen. Du bist dran. Slipple. Oh, die Slipple-Viecher sind unangenehm. Die sind zwar nicht stark, aber die halten leider zu. Die halten nicht viel aus, aber die sind halt zahlenmäßig halt sehr hoch angesiedelt und stören. Feuersäule? Ja. Doch mal eine Feuersäule. Eigentlich macht man die am besten mit Nahkampfangriffen weg, die Slipple. Aber die sind halt so schnell und rennen halt rum, dass man viel Zeit damit verbringt, zu denen hinzurennen. Oh, nur zwei haben Gold verloren. Fies. Ja, von der Erfahrung sind die aber richtig nice. 100 Erfahrungen, seht ihr? Nice, nice, nice. Da macht das Ganze Spaß. Jetzt drehe ich erstmal um. Und lass die nächsten Slipple kommen. So. Und jetzt hat sich das auch gleich mit den Frames wieder erledigt, weil weniger da sind. Dann geht das auch. Gut, diese Slipple. Machen wir mit einer Schockwelle weg. Fina kann... Na, sie ist aber nicht schneller. Fina kann mal, falls jemand überlebt, Heule einsetzen. Das sollte auch reichen. Das dürfte keiner überleben von denen. Ja, siehst du? Die haben nur 67 TP. Also eine Schockwelle mit normalem Treffer haut die so weit von weg. Easy. Okay, Justin erhöht bald seine Windstufe. Das ist sehr gut. Du kannst auch herkommen. Das ist jetzt auch keine große Herausforderung. So ein roter Teufel, da bleiben wir einfach auf normalen Angriffen, dann ist das in Ordnung. Er macht Special Move. Aber er kommt nicht dazu. Das waren sogar zwei Crits. Das war nice. Okay. Teil des Flugdrachen 2. Wir sehen, wir können nur auf diesem einen Weg weiterlaufen oder halt hier oben noch lang. Ich glaube. So, wir sind jetzt an die Glocken hier gekommen. Das alarmiert die Gegner. Das fällt so gar nicht auf. Aber ihr habt gerade gesehen, die standen schon deutlich weiter weg und sind trotzdem auf uns aufmerksam geworden. Da muss man aufpassen. Wieder knistern. Und du greifst dir den Schimmel. Ich meine, durch Knistern müsste jetzt Wind und Wasser eine Stufe steigen. Kling! Wasserstufe höher. Windstufe höher. Nice. Und oh, er hat uns getroffen. Peitsche-Stufe höher. Sehr gut. Boah, er hat Fina geschlagen. Ja, this is nice. Für was haben wir das getan? Für Geld. Immer für Geld. Ups, da gehen wir gar nicht lang. Hier müssen wir lang. Und da oben lang. Und die krallen wir uns auch noch. Verzeihung. Da, 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 da. Machen wir einen
da. Feuersäule. Ja, ich glaube, wir machen eine Feuersäule. Brenne. Ja, mach mal Brenne. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das alles reicht. Sollte eigentlich. Und falls die überleben, auch das Brenne gleich. Ja. Ach gut. Ich mach mir Sorgen, die sind alle weg. So sieht's aus, Fina. Pretty easy. Da stelle ich das noch in Frage. Nein, das ist absolut unnötig. Gut. Weiter geht's. Wir müssen eigentlich demnächst mal ein Szenario haben. Da haben wir jetzt ein kleines Szenario. Was ist das? Die Schuhe von irgendjemandem. Duh. Halt! Das sind Sushuhe. Sushuhe genommen. Duh. Oh, oh, bling. Sue hat ihre Schuhe verloren. Das ist bedauerlich. Ich muss noch mal kurz gucken, wo ich lang kann, wenn ich da noch ein Item haben will. Ich glaube, ich muss hier lang. Bin mir nicht ganz sicher. Wir gehen die Wege sowieso durch. Fina nein. Fina setzt Knistern ein. Und Justin greift an. Das genügt mir da. Wir haben zwar wieder ihn nicht, aber oh, guck mal, bevor er angreift, greifen wir an. Ja. Aber er trifft uns. Oh, er hat Fina geschlagen und muss dafür sterben. Der Zähler übrigens, der da stand, der erhöht, glaube ich, den Schaden. Meine ich. Du Zähler hast, wird der nächste Schaden, der direkt folgt, glaube ich, erhöht um eine gewisse Anzahl. Oh, eine Schatztruhe, geil. Was ist da denn drin? Lebenstrank. Toll! Inventar weg. Du. Und du. Was für eine Scheiße ich alle dabei habe, ey. Gegenstände. Weglegen. Heilkraut? Naja, Verbandskasten halt, tatsächlich der Gruppe brauche ich alles nicht mehr. Und das auch. Ja, und Fina darf mal auf Stufe 2 alle heilen zaubern. Völlig verschwenderisch, aber egal, warum nicht? Wir sind sowieso nicht mehr allzu lange in diesem Teil unterwegs. Wir müssten uns demnächst mal... Shit, wo geht's lang? Ich glaube, rechts geht's weiter, wir müssen da lang. Ich würde jetzt mal an dem gerne vorbeilaufen, wenn das geht. Natürlich nicht. Lass mich durch, Mann. Ich will nicht fighten. Easy. Und da geht's, glaube ich, weiter. Hier geht's, glaube ich, weiter. Da muss ich doch nochmal zurück. Was ist bei euch los? Ach, da oben liegt nur was. Okay. Gut. Ja, ihr seht ja auch, das sind wirklich viele Abzweigungen, aber wenn du die Abzweigung gehst, bist du so Sekunden später, wie wir gesehen haben, nochmal Lärmpeitsche, an einem neuen Bereich, sprich Sackgasse angelangt, wo du halt easy peasy weiterkommst. Den angreifen. Da sind zwei, einer zumindest weg, der andere ist wahrscheinlich gelähmt. Hoffentlich. Juhu! Gut, der verteidigt sich, dann hörst du und greifen wir den an. Toll. Der verteidigt sich schon wieder. Okay, greifen wir den an. Oh, Justin hat gelernt, Luftschneider. Nice. Alright, we won.
Justin hat somit seine neue Fähigkeit erlernt. Was mir gerade sehr gut gefällt. Die müssen wir doch gleich mal austesten. Wir gehen ein bisschen weg von dem Schimmel. Technik. Ey. Luftschneider, da. Jetzt brauchen wir unbedingt Schwert, denn Schwert auf 12 gibt uns die Fähigkeit, wahrscheinlich einen Feuerschlag auszuführen, so wie es da aussieht. Das heißt, wir rüsten jetzt um. Und zwar die Holzaxt weg und den Armeesäbel bitte ausrüsten. Danke. Danke, Justin. Was haben wir da? Impfstoff nehmen wir mit. Haben wir noch nicht. Könnte was Nützliches sein. Geh weg. Ich will nicht gegen dich fighten, du nervst jetzt. Wir müssen noch mal was schaffen hier. So, ich habe mich daran erinnert, auf diesem Weg war, glaube ich, da hinten so eine Art, so eine kleine Praline noch. Wie ich sie immer nenne. Okay, die Slipples. Die Slipples hauen wir mit einem Heuler weg. Kannst du Luftschneider mal machen? Boah, kostet 32. Kritischer Drehangriff gegen einen Feind. Schade. Kannst du noch einen Zauber machen? Brenne und nochmal Heuler. Ne, dann greif ruhig mal an. Immerhin muss meine Schwertfähigkeit deutlich erhöht werden. Lol, den da oben trifft er gar nicht. Oh, jetzt greifen sie an. Die Wahnsinnigen kreisen sich hier rum. Was machen die denn alle? Und jetzt hat mal vier von denen so am Rumcruisen in dem Hinterhalt. Uiuiui. Die legen ganz schön los. Aber, weiß Gott, unglaublich nervig sind sie nicht, wenn du jetzt wirklich gar nichts machst oder was. Dann können sie dir wohl gefährlich werden, aber so. Toll, jetzt hat mich das Ding gesehen. Zauberfrucht benutzen, plus 2, maximale ZP für Stufen 1 bis 3. Wow. Unsere ZP erhöhen sich, das heißt, wir können öfter zaubern. Das ist eigentlich ganz deutlich was für Fina. Ich war jetzt kurzzeitig mal überlegen, ob ich es Justin gebe, aber nein. Wir geben das Ganze Fina. Denn nur Fina kann wirklich was damit anfangen, dass sie unsere Zauberin ist. Ganz einfach. Und wie ihr gesehen habt, hat sich das schön aufgeteilt. Sehr gut. Oh, schön verpixelte Wasserstände. Ja, komm her, Slippe. Ja, ja, du verstaust mir den. Du versperrst mir den Weg, der ich weiß. Zwei Slippe, die kriegen wir mit normalen Angriffen down. Da brauche ich nicht viel machen. Das hat ein Angriff gereicht. Easy. Easy. Ein Heilkraut bekommen, okay. Nehme ich mit. Ist jetzt nicht das berauschendste aller Dinge, aber okay. Ach, das Teil des Flugdrachen endet nie. Ach, das sind gar nicht drei. Ich dachte, die wären zu dritt unterwegs. Schade. Das enttäuscht mich ja jetzt. Ein roter Teufel und Slippel. Fina kümmert sich mal mit einer Lähmpeitsche um den Teufel. Und Justin kloppt die Slippe down. Ah, der hat überlebt diesmal. Schade. Den Rest machen wir einfach so. Oh nein, wie gefährlich. Oh, voll zerschmettert. Der hat den Rücken zugedreht und Justin hat ihn einfach zerschnitten. Ja, ihr seht, hier nutze ich jetzt auch nicht so die Möglichkeit, unglaublich viel verschiedene Level-Skills oder sowas zu machen. Hier reicht es eigentlich, wenn du durchläufst und so ein bisschen nebenbei farmst. So, normale Heilung reicht aus. Ist zwar nicht voll, aber was soll's. Jetzt müssten wir eigentlich... Oh ja, puff, puff, puff. Was denn? Puff? Okay. Hey, ist das Pui? Ja, tatsächlich. Puff, 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 puff. Warte, Moment, ganz ruhig, Pui. Wo, okay, wo ist Sue?
Warte, beruhige dich, Pui. Oh, puff, 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 puff. Warte, Justin, so kommen wir nicht weiter. Pui soll uns zu ihr führen. Ja, okay, gut. Okay, bring uns zu ihr, Pui. Auf geht's. Schnell hinterher. Und Fina hat die momentane Teleportation drauf. Wie geil. Ja, es gibt nur noch den einen Weg, den wir gehen können. In das Tal des Flugdrachens.